Hallo, wie ihr seht, bin ich heute komplett umgeschminkt und das hat auch seinen Grund, weil ich möchte heute gerne ein Produkt austesten, bevor ich mich schminke. Und zwar handelt es sich um das Tattoo Brow von Maybelline und ich bin gespannt. Also es soll 3 Tage lang halten und sorgt für optisch gleichmäßig aufgefüllte Augenbrauen. Ich muss meine Augenbrauen immer nachziehen, weil sie doch zwischendurch etwas ausdünnen. Und ja, ich werde euch gleich mal näher heranzoomen, also erschreckt euch nicht. Und dann zeige ich euch, wie das Ganze funktioniert. Wo fangen wir denn mal an? Ja, ich würde mal sagen, dass wir mit einer Augenbraue anfangen. Meine Augenbrauen und das Ganze drumherum ist noch nicht gezupft worden, weil ich nämlich ein anderes Produkt austesten möchte. Kann das aber vorher nicht anwenden. Erstmal kommen die Tattoo Brows dran und danach zeige ich euch das andere Produkt. Seid also gespannt. Ja, ich gehe so ein bisschen zurück und zeige euch mal eben das Produkt. Und zwar kommt das hier in so einem Päckchen und auf diesem Päckchen befindet sich dann auch die genaue Anweisung, wie man das Produkt anwenden sollte. Und in diesem Päckchen befindet sich dann, ja, ich weiß nicht, wie nennt man die Dinger hier, in so einem Behältnis. Und wenn man das dann hier aufmacht, dann kommt das mit so einem Pinsel. Und mit diesem Pinsel trägt man das Produkt dann auf die Augenbraue auf. Und das machen wir jetzt mal. Ich bin am Überlegen, ob ich nicht doch alle beide gleichzeitig mache, weil die Wartezeit 20 Minuten dauert. Und das dauert mir dann zu lange, wenn ich die jetzt einzeln mache. Also mache ich beide gleichzeitig. Und ja, dann zeige ich euch nachher das Vorher- und das Nachher-Bild im Vergleich. So, ich habe mir jetzt hier eine Augenbrauenbürste geholt und dann werde ich einfach mal meine Augenbrauen durchkämmen. Und dann nehme ich das Produkt und gehe dann einfach, oh je, das geht gar nicht so einfach mit dem Display. Yeah. Dann gehe ich einfach hier über meine Augenbrauen. Ja, ich muss dazu aber einen Spiegel holen, sonst klappt das nicht. Jetzt warten wir 20 Minuten und dann melde ich mich gleich zurück. Es sind jetzt 20 Minuten vergangen und wenn ich so drüber gehe, dann merke ich, dass es komplett getrocknet ist. Da ist auch kein Abfärben und ich denke, wir können das Ganze jetzt abnehmen. Ein bisschen Produkt dran drauf geblieben hier oben. Vielleicht lässt es sich ja herauskämmen. Es ist tatsächlich so, dass nicht nur die Augenbrauenhärchen gefärbt werden, sondern auch die Haut darunter.
Ich zeige euch das mal eben. Wenn ich jetzt meine Augenbrauen zur Seite schiebe, beziehungsweise die Härchen, dann sieht man, dass unter den Härchen auch etwas Farbe sich abgesetzt hat. Das finde ich sehr gut, aber ein kleiner Hinweis, man muss doch präziser arbeiten. Und ja, also es ist doch relativ dunkel geworden. Jetzt werde ich mich schminken und dann melde ich mich gleich wieder zurück. Ich habe mich jetzt geschminkt, wie man sieht. Und an den Augenbrauen habe ich nichts gemacht. Normalerweise ist es so, dass ich die wirklich nachziehen muss. Aber heute habe ich gar nichts gemacht. Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Man muss halt doch präziser arbeiten. Also ich habe wirklich gedacht, dass die Farbe nur an den Härchen haften bleibt. Aber nein, es färbt sich auch auf der Haut ab. Also da, wo halt kaum Härchen sind, würde ich entweder nochmal ein bisschen nachziehen hier. Hier zum Beispiel, ne? Da ist so, man sieht schon, dass da so ein bisschen Farbe da ist. Oder habe ich die nicht gut aufgetragen? Mal schauen. Ja, da hätte ich vielleicht ein bisschen mehr Farbe drauf tun müssen. Aber ansonsten bin ich mit dem Ergebnis super, super zufrieden. Ich bin mal gespannt, wie es sich verhält heute Abend, wenn ich mich abschminke mit Augen-Make-up-Entferner. Wenn ich damit rüber gehe, ob dann die Farbe auf der Haut weggeht. Weil wenn ich jetzt so drüber gehe, dann färbt sich nichts ab. Gar nichts. Und somit bin ich sehr zufrieden. Ja gut, wenn es nur 2-3 Tage hält, ist das okay, weil ich habe ja noch Produkt über. Und da sind insgesamt, mal schauen, 4,6 Gramm drin. Ich denke mal, das reicht dann noch für vielleicht 2 Anwendungen oder sogar 3. Vielleicht sogar mehr, ich weiß es nicht. Muss ich mal ausprobieren. Der Kauf hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und ich finde es toll. Nein, also ich habe wirklich jeden Tag meine Augenbrauen nachziehen müssen. Das brauche ich jetzt eigentlich nicht mehr, würde ich sagen. Naja. Okay, ich wünsche euch einen tollen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.